So, hallo und gestern zurück zu Sim Hospital. Ja, in dem Krankenhaus. Bei uns geht's ja ordentlich zur Sache gerade. Mal echt aufpassen, dass wir alle durchbekommen. So, es braucht unbedingt noch einen Handlanger, der sich rein um Müll auch kümmert. So, Krankenschwester, dann zahle ich das mal. So, wie ist denn sonst die Laune? Halbwegs gut. Da ist ein Handlanger, den es nicht mehr so freut. Da soll mal Pause machen. Da kommt ein Notfall rein. Einer mit heißen Rippchen. Ja, das werden wir wohl hinbekommen. Oh, da geht's zu. Ja, wir brauchen einen dritten Allgemeinmedizinraum. Boah, da ist Zugang gerade. Das gibt's ja nicht. Das heißt, ich muss fast da wieder Umbau vornehmen. Steht da eh nichts vor der Tür, oder? Hoffe ich mal. Wichtige Durchsage. Patienten mit heißen Rippchen treffen ein. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. So. Boah, schaut euch das an. Da geht's zu. So, was kommt denn weg? Ich würde sagen. So, ich glaube, ich kann da gar nichts verlegen ordentlich. Ja, der zweite Scanner, den hat es, glaube ich, nicht gebraucht. Nichtsdestotrotz. Es war ungern, aber ich glaube, ich verlege die Psychiatrie. So, mal da schnell alles reinklatschen, weil es ist echt stressig. Tja, und da die Brechorgie, die nur mehr am Reinigen. Wie die Kettenreaktion da gerade. Oh Mann, oh Mann. So, geht das da überhaupt? Was passt da gar nicht rein? Oh nein. Ah, Mann, oh Mann. Schaut euch das an. Das gibt's ja nicht. So, gut, kommt die Psychiatrie kurz weg. So, Allgemeinmedizin. Brauche ich unbedingt eine dritte. Was gibt's ja nicht, hä? Den ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. So. Hoffe, das bekomme ich noch irgendwie in den Griff da. Eine Schwester auf die Station. Ja, ich glaube, den kann man. Ja, die Handlanger haben alle die Nase voll, weil sie nur mehr eh wissen, was machen müssen. Da müssen wir jetzt echt einfach im großen Stil da welche einstellen und hoffen, dass wir es irgendwie in den Griff bekommen da. So, dann schauen, wo bringe ich die Psychiatrie unter? Ich glaube, ich kaufe jetzt das da, verleg das eine oder andere, und zwar den Scannerraum. So, ich hoffe, die heißen Rippchen werden behandelt. So, dann verlege ich, glaube ich, die Forschung. Ja, ich glaube, dann verlege ich
genau hier das Röntgen. Auch da in den neuen Trakt, genau. Da ist da Röntgen und Scanner, das passt eh zusammen. Na, sag mal. Okay. Und ein Getränkeautomat. So, und neu gewonnener Platz. Da kommt jetzt die Psychiatrie rein. So. Gesundheit. So. Okay. Huiuiuiui. So, mal schauen, ob wir da die Brechorgie auch noch in den Griff bekommen. Ich hoffe. So, zwei Mülleimer wollte ich eigentlich nicht. So. Okay. Ach, da schaut's aus. Nur mehr am Putzen. Ja, mehr sauber machen. Ich mache gerade nichts anders. Also wie sauber. Und die werden alle der Reihe nach kündigen dann. So, dann haben wir da. Ja, also wenn es diesmal Bonus gibt vom VIP, würde mich das wundern. Ja, Handlanger sind natürlich alle beleidigt. Ein Arzt Bonus. Bitte in die Spitzenpunktabteilung. Zwei Chirurgen in die OP bitte. Eine Schwester in die Pharmatheke bitte. Die Patienten werden gebeten, ihre Bastillen für sich zu... Ja, bitte. So, nützt nichts. Die müssen jetzt bitte alle... Ein Arzt bitte in die Spitzenpunktabteilung. Alle da rauf und das zuerst da oben aufräumen. Der ist eh vor Ort. Der ist da unten, da ist auch dreckig genug. So. Ah, ich glaube, jetzt bekommen wir es wieder in den Griff. Doktor, in den Scannerraum bitte. Medizin. Der kümmert sich eh schon nur um Müll. Der jetzt mal auch. So, was haben wir da? Den haben wir übersehen, genau. Der ist nicht geheilt worden, unser Notfall. Naja. So, der fährt sich jetzt hier ein bisschen beruhigt wieder. Gesamtlage. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Doktor, in den Scannerraum bitte. Okay, so, jetzt mal wieder Zeit, da durchzuschauen. Aber die Laune allgemein eh. Überraschend ein gut. Die Allgemeinmedizin. Eine Schwester auf die Station, bitte. Eine Schwester in die Pharmazie, auf Mäuse, ja, könnten wir auch mal gehen. So, warum sind die unzufrieden? Zu kalt, vermutlich. So, wie schaut's denn aus? Einfach mal ein bisschen aufdrehen. Die Heizung, würde ich sagen. Da noch Lücken füllen. Passt schon. So. Ein
Arzt in die Allgemeinmedizin. So. Mal schauen, was man reparieren muss. Hör eh gerade Reparaturgeräusche. Der OP, den werde ich gleich mal reparieren lassen, wenn er schon einer da ist. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Schnell mal was da gelassen. Ja, offensichtlich liegt einfach auch zu viel rum. In den Scannerraum, bitte. Ja, die Handlanger, die müssen jetzt ein bisschen durchhalten. Schwester, auch mehr haben. So, wie geht's denn unseren Ärzten da in Ausbildung eigentlich? Ja, der wird langsam immer besser. In die Allgemeinmedizin. Der ist auch schon nicht schlecht, der ist bald Arzt, vermutlich. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in die Entlüftung. So, zwei Chirurgen in den OP. Habe ich jetzt überhaupt zwei freie Chirurgen, ist die Frage. Er ist in Ausbildung. Er wäre eigentlich frei, mehr oder weniger. Oh, der ist auch sauer. Ah. So, und ihn schnapp ich mir noch. So, dann dürfen die mal operieren. Passt. So, ein bisschen Geld zurückzahlen. Ah, schau an. Wir sind im Plus. Gut. So, da ist wieder ein Notfall. Was haben wir diesmal? Acht Leute mit polierten Knochen, ja. Das riskiere ich. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Doktor, in den Scannerraum bitte. Zwei Chirurgen in den OP bitte. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Moment, aber nicht sagen, dass polierte Knochen... Patienten mit polierten Knochen treffen ein. Ich habe gedacht, das ist, Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Poliklinik, nicht schon? Schauen wir mal. Oh, das ist Poliklinik. Okay, gut. Eine Schwester auf die Station, bitte. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. So. In den Scannerraum, bitte. Okay, mal bis zum Jahresende wieder warten. Mal schauen, wie viel Geld es da gibt. So, Laune-Check. Die macht eh Pause. Passt. Mal schauen, wie es da hinhaut in der Poliklinik. Könnte knapp werden. So, ja, ist vorbei. Wie schaut's denn aus? Ja, Geld steigt. Da sind wir vorne. Ablehnungsfälle sind wir auch noch gut dabei. Die meisten Besucher. So, wie schaut's aus? Auszeichnungen. Oh. Besten Ruf 4000. Wenigste Ablehnungsfälle 3000. Die höchsten Werte, 29 Ruf. 24 Ruf gibt es für Sauberkeit. Aha. 1500 für den besten Ruf nochmal. Und die Zahnarztvereinigung. Unglaublich viele süße Getränke. So, das hat mal ordentlich Geld gebracht. So. Ja, da schaut's. Das wird sich doch nicht ausgeben. 8 ist offensichtlich zu viel. Oder schaffen wir es noch? Nein. Da hat sich eine verabschiedet. Ja, leider. 7 geheilt. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. So, jetzt ist ja offensichtlich wieder alles halbwegs gereinigt. Dann werden wir da mal wieder aussortieren bei den Handlangern. Einfach schauen, wer ist da halbwegs. Da, den schmeißen wir raus. So, da braucht jemand Pause. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. So, da die Ausbildung geht auch gut voran. Oh, irgendwo fliegt gleich was in die Luft.
Das ist es nicht. Was fliegt da gleich in die Luft? Oh. Der Scanner raucht, ja. Der ist oft gebraucht worden. Aber ist auch schon repariert. Ich schätze aus mit dem zweiten Scanner. Der ist auch schon am Rauchen. 39. Ah, das ist Röntgen, okay. Der ist neunmal, ja. Nicht schlecht. So, der Probst, der dritte, den laden wir auch ein. Einer ihrer Ärzte ist Berater geworden. Top. Also das jetzt, glaube ich, wo ist er denn? Einer ihrer Ärzte ist Berater geworden. Wer denn? Wo denn? Nanu? Wohl, er. Perfekt. Also er ist jetzt unser Topmann sozusagen. Weil er soll ruhig mal Pause machen. Und der wird dann der neue Ausbilder. Das heißt, für den war es das. Und er bildet dann alle aus. Falls ich ihn wieder finde. Wo ist er denn jetzt? Na, wo ist er denn jetzt hin? Pause schon beendet. Ah, da sitzt er, okay. So, der wird jetzt der neue Ausbilder. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Super, so. Der ist auch schon recht fähig mittlerweile. So, wen könnten wir denn noch ausbilden? Unsere Chirurgen vielleicht. Eben, und da sieht man jetzt im Prinzip, der wird jetzt eben auch ausgebildet zum Chirurg, zum Psychiater und zum Forscher. Also quasi alles, was er hier jetzt lernen kann. Und das ist natürlich top, sag ich mal. Da kann man sich jetzt wirklich super, super Ärzte heranzüchten selber. Allerdings, ich glaube, dass von dem werden wir nicht mehr viel haben, weil so wie es im Moment ausschaut, laufen wir gerade auf das Ende des Levels zu. Ja, aber jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Also selber ausbilden in dem Fall bringt wirklich extrem viel. Also, kann auch mal schauen, wo ist er denn, der da jetzt in der Ausbildung sitzt. Da, eben, das steigt auch relativ schnell. Also der ist jetzt schon 20% Chirurg, 25%, 20, 25, 33. Schauen wir mal, lassen wir ein bisschen laufen. Aha, den hat es zerrissen. Okay, das haben wir verpasst. Ah, wir haben einen zweiten. Ja, und Problem an der Sache ist jetzt, der Raum ist weg. Den kann man nicht mehr verwenden. Kann man nicht mehr abreißen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, Level ist eh gleich zu Ende. So, dann schauen wir nochmal rein. Na gut, hat sich dabei nicht viel getan. So, ja, ich würde sagen, man kann sich mehr oder weniger zu Ende laufen lassen. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Muss man nicht mehr viel machen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Der Röntgenapparat ist auch schon an der Grenze. Ja. Gut, ich denke, ich ja, lass jetzt einfach laufen. Drüber sind wir ja, bis das Angebot kommt. Ja. Passt. Ja, gerade und gerade die Kurve bekommen da nochmal. War etwas knapp, aber jetzt läuft es wirklich super. So, was hätten wir dann noch für einen Notfall?
Drei Leute mit Knackbacken, die nehmen wir noch. Dann dürfen wir jetzt mal alle arbeiten gehen, würde ich sagen. Zum Schluss raus. So, da saust du schon daher. Oh, da wird wieder sich übergeben. Ja, jetzt schaue ich nicht mehr lange, jetzt lasse ich es einfach zu Ende laufen. Würde ich sagen, das haben wir schon auf der sicheren Seite. So, Notfall geschafft, hoffe ich mal. Oh nein. Wieso das nicht? Oh, da wird der Ruf schön drunter leiden. Naja. So, das war's. Klasse! Sie haben exzellenten Fortschritt gemacht. Wir haben ein neues Krankenhaus gefunden, in dem Sie die Leitung übernehmen könnten. Sind Sie bereit? Sie müssen das Angebot nicht annehmen, aber die Mühe wird sich lohnen. Sie werden ein Gehalt von 71.791 erhalten. Möchten Sie eine Stelle im Dummdorf-Krankenhaus? Natürlich will ich das. Ja, und dann sage ich, freue ich mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao, Vierdenk. Und Baba.